Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmer und ich begrüße wieder die liebe Leo an meiner Seite. Hallo. Und es ist Zeit für Unravel und die Wintersonne. Jawohl. Und wie mir die liebe Leo schon verraten hat, ist das ein Level, wo es sich ganz besonders drauf freut, wenn es das ist dann. Ja. Das sieht doch aber schon so toll aus. Ja, guck mal, das ist auch ganz Schlittenfahrt und alles, das kann doch nur gut sein. Ja, du wirst die Stelle dann erkennen. Ach so, ja. Wenn es soweit ist. In dem Level ist es so, dass... Ach, wunderschön. Guck mal, und ach, jetzt ist er schon tot. Nein. Ach, ey, aber ach, schön, ja. Jetzt wäre aber nicht schlecht, ne? Schön weiß, rot. Aber dadurch, dass er hier die ganze Zeit durch den Schnee läuft... Ah, okay. ...hat er auch schon eine Hose an, sozusagen. Ja, stimmt, stimmt. Lustig. Ja, also in dem Level... Oh, krass. ...ist es so... Ach, wie hat... Ja, dass du kannst hier auch einen Erfolg freischalten, indem man alle Äste, ja, an die man drankommt, von Schnee befreit. Aha. Ja, dafür gibt es einen Erfolg. Um Gottes Willen. Ja, das ist auch, weil manchmal weißt du nicht, schon die erste Erinnerung, weißt du nicht genau, welcher Ast und so... Und darauf muss man aber erstmal kommen, ne? Ja. Aber warum nicht, ne? Aber ja gut, das, wir müssen das nicht unbedingt jetzt. Nö. Oh, verdammt. Oh, das war ja so eine Art Katapult. Ja, wenn ich es richtig gemacht hätte, hätten wir auch ein Geheimnis gefunden. Ja. Und zwar hätte man hier auf den Ast drauflaufen können, dann wäre man... von rechts nach links katapultiert worden und dann wäre links ein Geheimnis gewesen. Ja, aber das ist jetzt halt... Ja, ich hätte jetzt einen Neustart machen können, aber nö, da du ja gesagt hast, du bist da sowieso nicht so... Nö. Ambitioniert. Nö, da... Irgendwo hört es auch auf, ne? Ja, irgendwo ist immer gut, ne? Ich finde, sowas kann man ja machen oder so, aber ich finde, so, also ich bin so einer, wenn ich gern so Herausforderungen mache, dann meistens gern, wenn das Spiel eigentlich schon vorbei ist oder dass ich das dann nochmal halt probiere. Mhm. Weil beim Spiel selbst will ich eigentlich immer nur im Prinzip das Spiel spielen und ja, die was von der Story mitkriegen und sowas und nicht gleich halt unbedingt irgendeine Herausforderung oder alle Secrets da jetzt. Da gleich haben, weil das ist mir dann im Prinzip, da bin ich dann zu fokussiert, dann, dass ich die Ziele erfülle und achte dann nicht mehr so auf bestimmte andere Sachen halt. Okay. Ja, ich bin da ganz anders eigentlich, weil ich dann immer auf 100%. Ja, und ich denke halt, dass es ist auch oft so, wenn ich jetzt schon spiele, warum dann nicht gleich auf 100%? Ja, warum soll stimmt. ich jetzt dann nochmal spielen, ja? Wenn ich es ja jetzt dann doch schon kenne. Ja klar, okay, das stimmt auch. Ja, also das ist... Es kommt halt echt drauf an, es gibt halt Spiele, gerade wo auch gewisse Geheimnisse oder Zeug, wo man rausfinden muss, da gibt es ja manchmal Stellen, die sind wirklich sehr schwer erreichbar. Und da denke ich mir manchmal, ja gut, klar. Ja, bevor ich da jetzt mir wirklich jetzt dermaßen den Kopf zerbreche, gehe ich jetzt erstmal weiter und ja. Ja klar, das habe ich durchaus auch. Aber jetzt zum Beispiel Spiele, bei denen du einen Erfolg bekommst dafür, dass du es auf Hardcore durchgespielt hast zum Beispiel. Ja? Okay. Dann spiele ich das Spiel gleich schon auf. Ich werde nur böse angeguckt und getötet. Okay. Das kostet mich zwar echt wahnsinnige Nerven. Oh. Es ist halt immer die Sache, das sage halt ich immer. Man weiß ja nie, was ist halt wirklich Hardcore bei einem Spiel. Ne? Richtig. Es gibt ja Sachen, da sage ich, okay, also ich probiere meistens, wenn es einen Schwierigkeitsgrad gibt, erstmal auf normal, wenn ich da merken sollte, okay, da kann schon noch eine Schippe draufgelegt werden, dann probiere es auch schon mal auf schwer oder auch mal vielleicht dann auf Hardcore, wenn es dann nochmal eine Steigerung gibt. Mhm. Das
natürlich immer so Sache, weil, wie gesagt, bei manchen Spielen weiß man halt nicht, da ist halt nicht, jeder Schwierigkeitsgrad ist immer so gleich bemessen, ne? Ja, das also stimmt. Bei manchen Spielen, da finde ich schon normal schon richtig hardcore. Ja. Und dann wiederum ist es auch so, dass ich denke, okay, nö, da, das könnte ruhig noch ein Zacken krasser sein. Okay. Nee, das ist, ja, ich habe hier gerade ein bisschen Fadenkuddelmuddel, sorry. nee, ich habe zum Beispiel, ach, wie heißt es denn hier? Black Ops. Ja. Das neue, ja, Black Ops 3 oder was es ist, oder 2. Ich weiß schon gar nicht mehr. Das spiele ich halt gleich schon auf der schwersten Stufe. Und anhand meiner Aussagen hört man schon, dass ich schon länger nicht mehr gespielt habe, weil ich einfach aufgegeben habe. Weil diese blöden Roboter, die machen dich sofort platt und du hast einfach keine Chance mehr. Und irgendwann ist halt bei mir dann auch mal der Geduldsfaden am Ende. Aber wäre es aber auch nicht so, gerade bei Black Ops, dass man eh dann noch auch die Online-Sachen dann braucht, um 100% oder sowas, das durchzuspielen oder so? Das habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber mir ist immer schon mal wichtig... Hauptsache Hardcore! Yeah. Nee, mir ist schon mal wichtig, dass ich erstmal den Erfolg schon mal habe. Ach so, okay. Ja, dass ich schon mal... Oder ich wäre auch eigentlich... Für dein Seelenheil. Für mein Seelenheil, ja. Und ich würde auch gerne schon... Eigentlich sollte ich es so machen, muss ich mir jetzt auch mal angewöhnen, dass ich vorher schon mal lese, was gibt es denn überhaupt für Erfolge. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Da ersparst du dir halt echt Arbeit. Da gibt es ja immer ganz gute Seiten, wo man immer mal wieder gucken kann, weil manche waren ja immer... Ich meine, ich mache das auch immer. Ich gucke gern bei mir erstmal... was für Erfolge gibt es, und das sind ja oftmals viel versteckte Trophäen oder halt Erfolge, je nachdem. Und ja, dann gibt es aber auch ganz tolle Seiten, wo man direkt gucken kann, muss man einfach mal googeln. Und da gibt es, also gibt schon bestimmte Seiten, egal auf was man spielt, ob es PS4 ist oder auch auf der Xbox, da sind die ganzen Achievements, wie man ja so schön sagt, aufgelistet von jedem Spiel. Ja. Und dann kann auch jeder für sich dann entscheiden, so mache ich es dann immer. Gerade ob dann der Aufwand es wert ist. Oh, toll. Ui, guck mal da. Schön. Zack. Hatte jetzt auch Jani seine ganz eigene Schlittenfahrt. Nee, und dann kann jeder für sich entscheiden, ob es dann, ob er den Aufwand betreibt, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, er will das ein oder andere Spiel mal wirklich auf 100% dann durchspielen. Ja, das stimmt. Weil wie oft, ich hatte es auch schon gehabt, da habe ich gesagt, ach, dieses Spiel, das will ich mal auf 100%. Da war dann irgendein Erfolg, wo dann so bockschwer war oder einfach fast nicht zu schaffen ist oder einfach zu aufwendig ist, wo man dann echt denkt, ach nee, komm, jetzt lässt es halt doch. Dann ärgerst du dich halt, weil du eigentlich doch schon so viele Erfolge dann freigeschaltet gekriegt hast und ja. Ja. Ja, das stimmt. So, jetzt sind wir in der Tropfsteinhöhle. Na, Tropfstein, ich weiß nicht. Oh, ist aber auch sehr stimmungsvoll jetzt auch noch. Mit dieser Musik, mit den Stimmen. Also hier hätte man auch wieder noch, wenn man aufgepasst hätte, ich mal wieder nicht. Kannst jetzt hier noch ein Katapult bauen und in der Hoffnung, dass du rüberkommst. Probier es einmal, wenn es nicht klappt, lass mal's. Alles klar. Ja, gut. Klappt nicht. Ist nicht schlimm. Brauchen wir nicht. Zwischenzeitlich habe ich eben, falls man es gesehen hat, durch dieses Hin und Her von den Ästen bin ich dann auch zu einem katapultiert worden, automatisch. Zu einem Geheimnis. So, und hier ist jetzt auch wieder Rutschpartie. Da muss man dann halt die Taste gedrückt halten. Sonst genau, schmierst du ab. Ja. Wow. Uff. Ja, das war knapp. Yes! Oh. Kommst du ein bisschen vor wie Indiana Jones? Soll es ja bald einen neuen Teil geben. Ach, tatsächlich? Oder jedenfalls ist einer geplant.
Mit dem guten alten Harrison Ford übrigens. Oh. Ja, nice. Wenn schon, denn schon, ne? Ich meine, als Han Solo hat er ja jetzt halt seine Schuldigkeit getan, leider Gottes. Ja, hat er. Aber. Gut. Und wer den Film bis jetzt noch nicht geguckt hat, der hat jetzt Pech. Ja, richtig. Also der kann ich ihm auch nicht helfen, wer bis jetzt noch keinen Star Wars geguckt hat oder vielleicht auf den DVD-Release gewartet hat. Ja. Sorry. Han Solo stirbt, haha. Bam. Ja, genau. So. Ah ja, komm. Ist doch wirklich wahr. Ja. Und wer hätte das gedacht, dass er das bei einem Unravel Let's Play erfährt? Oh, wir haben einen Erfolg. Ja, das Schneefall. Ist, das ist der mit den Ach, Essen. Das ist der. Mhm. Ach ja, richtig. Guck mal da. Ganz genau. So, das nehmen wir wieder mit. Weil das werden wir jetzt gleich brauchen. Da müssen wir nämlich die Löcher stopfen. Ja, also erstmal das hier drüber schieben. Das passt aber nicht ganz rein. Ja, das war auch falsch. Huch! Und jetzt habe ich mich selbst. Jetzt kommen wir wieder raus. Katze, Katze, Katze. Lass wie die Katz. Das war anders. Ah, wir können warten, bis es noch ein bisschen geschmolzen ist, dann geht's rein. Nee, das ist, geht anders. Erst das hier. Ah, das muss darüber, ja. Genau. Ah, so, ah ja. So läuft der Laden. Und da eingefroren. Also, zack. Ah, da ist er wieder. Oh ja. So ein bisschen rutschig hier. Also er rutscht hier tatsächlich auch, wie man es auch von Mario kennt, in den Eiswelten. Und jetzt können wir das hier rüberziehen. Oder auch nicht. Schieben wir es halt. Zack. So. Und das passt schon gleich viel besser. Genau. Und dann Jawohl. Brauchen wir jetzt unseren Schneeball. Genau, den dürfen wir nicht verbrennen. Gessen. Richtig. Er hat ja schon gute Form angenommen. Mhm. Finde ich auch süß gemacht. Wie Absolut. Das, man könnte, hier hätte man auch noch einbauen können, dass man einen Schneemann baut oder so. Das wäre auch, weil der wird jetzt immer noch dicker. Je mehr du ihn echt durch den Schnee rollst, desto dicker wird er. Naja, naja, klar. Wie in echt. Das ist Wahnsinn. Ja. Der Wahnsinn, So, haben wir unseren Faden. Und jetzt, genau, jetzt machen wir mal wieder ein Katapult gebaut, ja, richtig. Braucht man immer. Die beste Idee ever. So. Absolut, ne? Ja. Wenn das Spiel Schrott ist, Hauptsache Katapult ist. Ja, drin. Mann, aber hallo. So, da kann man vieles wieder wegmachen, genau, ja. Ah, jetzt holen wir erstmal hier die. Wie sagt ihr dazu hier? Tannenzapfen? Ja. Ihr sagt doch nicht Tannenzapfen. Also felsig jetzt, oder ja, was? Ja, genau. Dattle oder sowas. Dattle, ich weiß nicht. Wie, ne? Du wärst es nicht. Nett. Ist doch ein Pelzer? Tannenzapfe. Dattle würde ich jetzt fast behaupten, ja. Okay. Ich dachte, die Inok hat letztens. Wenn es irgendwelche Pelzer noch gibt, schreibt mal in die Kommentare. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Wie das heißt. Der Lautschmer kommt nicht drauf. Oder ist es doch schon richtig? Ich würde sagen, ja. Tannenzapfen, Dattle, ja, doch. Was? Eichel. Ne, wieder was anderes. Ja. Na komm. Ach, guck mal da. Yep. Da haben wir uns eine kleine Brücke gebaut. Oh, und dann am Geweih geht's weiter. Jawohl. Nee, am Dachkannel. Du mal uns hoch. An der Wellpappe. Ja, Wellblech eher. Wellblech, ja, gut, ja. Bei dem Schnee. Ja, hast recht. Da und schon wieder, ey Mann, das war jetzt aber, da sind wir richtig gut durchgekommen. Ja, kommt doch der nächste Level. Dann war Level. Doch der nächste Level, war dann der schöne. Kalt, aber warm. Ja, was dann jetzt? Ja. Das ist wie süß-sauer, ne? Ja. Ja. Oh, und noch ein schönes Lichtchen und das, ach, wunderbar, guck mal, jetzt ist das Buch schon fast voll, ne? Mhm. Geht nicht mehr viel rein.
Wintersonne. Manche Tage fühlen sich warm an, egal wie kalt sie sind. Und manche Dinge machen Spaß, egal wie alt man ist. Und manchmal wünscht man sich, dass ein Besuch ewig andauert. Ja, das ist wohl wahr. Das ist auch wieder, es stimmt total. Ja. Man könnte sich gerade die Sprüche rausschreiben. Das ist alles... Genauso wie jetzt hier Schlitten fahren oder so, ja? Das ja, Wahnsinn. Ist ja auch noch ganz Spaß. Genau, ja, das ist ja, ja absolut. Für manche Dinge ist man halt, es sollte man nie zu alt sein. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen sollte man sich eh immer das Kind im Manne oder in der Frau bewahren. Ja. Das ist so mein Credo. Ja, okay, das war jetzt diesmal eine doch etwas kürzere Folge, aber das ist, soll auch mal recht sein. Dafür wird die nächste länger. Dafür wird die nächste länger, die machen wir dann gleich mal eine Stunde oder so. Aber schauen wir mal. Ne? Das war jetzt Wintersonne und das nächste war, glaube ich, der Rost oder sowas. Oder glaub, Rost, ja. Ja, mhm. An sich. Ja, schauen wir mal. Das wird bestimmt sehr, sehr nice. Naja, aber wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne mal wieder ein Like da lassen oder was in die Kommentare schreiben oder macht aber am besten beides. Das würde uns jedenfalls sehr freuen. Dann sage ich mal wieder Bye-bye zu der lieben Leo. Tschüss. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.